Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute testen wir mal die Akaso-Kamera für euch. Die ist deutlich günstiger als die GoPro oder eben auch die Insta und kommt schon mit dem Unterwassergehäuse, doppeltem Akku und eben einigen Zubehör. Kostet um die 130 Euro. Wir haben auch noch einen Rabattcode für euch, schreibe ich euch in die Infobox, dann gibt es nochmal 15%. Aber wir wollen uns auch mal anschauen, wie die tatsächlich funktioniert. Deswegen mache ich einige Bilder mit der GoPro. Die Aufnahme ist jetzt eben auch mit der GoPro und auch einige mit der Akaso. Und jetzt geht es gleich mal mit der hier los. Wieso packst du sie jetzt eigentlich auch aus? Ich habe die Tendenz, Sachen generell zum Auspacken, was neu sind. Ja. Ja, wir fahren jetzt, genau. Ja, dann packst du mal wieder ein. Ja. Damit wir auch was filmen können. Da habt ihr jetzt schon den direkten Vergleich. Vorher habt ihr die Aufnahmen mit der GoPro gesehen. Das ist jetzt mit der Akaso. Und wir drehen uns jetzt mal ein bisschen rüber, weil gegen die Sonne ist natürlich das härteste überhaupt für Kameras. Und wie ihr seht, macht die, gerade wenn es jetzt nicht so sehr schnell bewegt ist, mega gute Bilder. Da würde ich gar nicht so viel Unterschied oder auch gar keinen Unterschied zur GoPro sehen. Aber wir wollen uns das Ganze jetzt ja dann auch mal bewegt anschauen. Und den Ton nehme ich gerade nachträglich nochmal auf, weil natürlich mit dem Unterwassergehäuse ist er nicht vergleichbar. Aber ohne macht die auch einen guten Ton. Los geht's jetzt eben mit Bildern mit der Akaso-Kamera. Schaut euch einfach mal an, was die so drauf hat. Mir fällt auf, langsame und Bilder mit gutem Licht sind super, überhaupt keinen Unterschied. Aber wenn es dann schneller wird, dann merkt man einfach, dass der Bildstabilisator nicht ganz so gut ist. Und auch wenn es düsterer wird, dann merkt man auch so ein bisschen, dass eben doch ein Preisunterschied da ist. Aber gerade fürs kleine Budget finden wir die Kamera wirklich richtig klasse. Und falls sie euch auch gefallen sollte, schaut eben mal in die Infobox. Da ist dann der Rabattlink für euch drinnen. Die Bilder sind übrigens mit dem iPhone. Allerdings nur die beiden. Und dann geht's auch gleich wieder weiter mit der Kamera. Speziell bei solchen Bildern, also schnell bewegte Bilder mit schlechten Lichtverhältnissen, merkt man jetzt dann wirklich einen großen Unterschied zur GoPro in unseren Augen. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass eben der Preisunterschied immens ist. Die Akaso kostet nicht mal ein Viertel der GoPro. Und ab jetzt geht es von den Bildern dann wieder mit GoPro-Aufnahmen weiter. Aber wir zeigen euch die Akaso auch nochmal, also bleibt dran. Jetzt hocken wir mal wieder im Lift drin. Das ist gefährlich. Das ist echt cool. Also, es ist Ende Oktober, Kitzbüheler Alpen. Und Gorsberg ist schon so ein kleines Highlight für uns, weil er super coole Abfahrten hat. Ja. Und so wenig los für so einen Hammer-Trail. Also, du musst unbedingt einmal kommen, der was den nicht kennt. Fleckholm-Trail, Geisberg-Trail, Sand-Trail. Wirklich cool. Und bei Hahnen kam es noch einer. Hahnen kam es noch einer.
Ja, und der ist halt nicht so Natur, die sind voll Natur und dann gibt es noch in St. Johann einen Hackspeicher-Trail. Also das müssen wir unbedingt einmal machen. Das geht auch super auf 2 Tage, die Gegenden, da kann man es ein bisschen splitten. Und ja, Ende Oktober, super trocken, wir haben Föhn, Gott sei Dank einmal. Und haben wir den Kameratest gestartet, das ist auch mal eine coole Sache, weil der Vergleich hat mich jetzt schon lange interessiert. Ja, ich bin jetzt auch echt gespannt, wie es ausschaut. Wie das dann so läuft. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr bei einer Seite vom Bildschirm sitzt, wisst ihr es ja dann schon, weil ihr habt das ja gesehen. Und für uns geht es jetzt weiter. Ich muss noch ein bisschen fahren, bis ich meinen Strudel verdient habe. Ah, ja. Ja, leider. Aber wir haben gestern Kekse gekauft. Also Kekse. Keks? Plätzchen. Plätzchen, genau. Vanillekipferl. Wow, Vanillekipferl. Ich mag die voll gern. Die haben wir eine ganze Box haben wir gestern gekauft. Obwohl noch einen zweiten war, dann schon so voll, weil die so fettig sind. Schon geil. Oh Mann. Oh. Willkommen in der Scheiße! Die Kamera ohne dem Gehäuse und starten ganz normal alles auf der Seite anschalten. Im Vergleich, das ist ein Zucker. Obachtel, das ist auch wichtig für die Leute. Ja, okay. Und dann einfach hier oben auf Aufnahme. Also geht alles auch ziemlich simpel. Wieder aus. Und wechseln kann man hier zwischen den einzelnen Modi. Da gibt es natürlich auch die Foto-Option. Foto kann man dann auch mal ein paar machen. Ja. Dass wir das noch durchtesten, wie es einem Licht ist. Wenn das ausschaut. Ja. Traum auf so Sachen fassen. Und sie hat einen Touch, nicht? Plus und Minus. Kann man da summen. Von uns schaust du, schaut das aus? Das ist gut. An was hast du jetzt umgestellt, erzähl? Ich habe jetzt einmal auf Deutsch umgestellt, die ganze Gaudi. Nein, mit Englisch, das ist ja sowieso eine Katastrophe. Das ist aber so, wenn man die Sachen spielt, da vergisst man, wo man reden will. Und wir haben jetzt umgestellt auf 1080, 120 Frames die Sekunde. Das ist hübsch viel und hübsch schnell. Jetzt schauen wir uns das mal, wie das geht.
Yeah.